willkommen zu einem neuen Videoblog mit Tobias Teichen. Du warst in Amerika, ich bin ja großer USA-Fan und habe dich da als Spion sozusagen hingeschickt nach OC, California, und hast dir einige Kirchen dort angeschaut. Und es gibt ja so verschiedene Bereiche in der Kirche, die mal interessant sind, sich unter die Lupe zu nehmen, was du denn dort alles gelernt hast von den amerikanischen Kirchen. Ein großer Bereich bei uns im ICF sind natürlich die Celebrations. Was hast du da entdeckt? Da habe ich viel entdeckt. Ich möchte ein Beispiel machen, zum Beispiel aus der Saddleback-Kirche, eine sehr große Kirche, wo über 20.000 Leute sich zugehörig fühlen. Und was ich interessant fand in dieser großen Kirche, dass der größte Gottesdienst, den es gibt, nur 3.000 Leute fasst. Die Idee ist einfach, viele, viele verschiedene Gottesdienste anzubieten. Zum Beispiel sonntags gibt es dort 6 verschiedene Gottesdienste. Der Gedanke ist der, dass die Message, die Predigt, kommt einmal per Video in die verschiedenen Locations, die alle 5 Minuten auseinander sind. Und ich kann dann wählen, welchen Style möchte ich. Möchte ich Traditions, also wie in der Landeskirche, möchte ich Spanish, möchte ich Hard Rock, möchte ich Unplugged, welche Altersgruppe möchte ich und auch welche Größe möchte ich. Also möchte ich diesen großen 3000-Mann-Gottesdienst, möchte ich 300 Mann oder was auch immer. Und es gibt sogar eine Sportsbar, wo man dann Barbecue machen kann und dann dabei den Gottesdienst auf Video angucken kann. Und der Gedanke ist, dass verschiedene Zielgruppen verschiedene Gottesdienste-Angebote bekommen, sich wohlfühlen, die gleiche Predigt mögen, aber der Style drumherum doch sehr weit auseinandergehen. Das hat mich sehr begeistert, der Gedanke. Und auch der Gedanke, immer Neues anzufangen. Abschlussbeispiel dazu, wir waren um 21.15 Uhr mittwochabends bei einem Jugendgottesdienst. Und es war bereits der zweite an diesem Abend. Und an diesem Abend waren sozusagen nur 80 Jugendliche, was bei 25.000 gemeinsam Kirche nicht viel ist. Und wenn man dann Leute aus der großen Kirche in den USA fragt, ja, lohnt sich das denn überhaupt als Deutscher? Ja, ihr habt doch schon 2 andere Jugendgottesdienste, sagen sie, wenn 80 Leute dort kommen, dann lohnt es sich für jeden Einzelnen, der dann kommt. Diese Dynamik finde ich faszinierend. Wow, faszinierend. Ein weiterer wichtiger Bereich sind natürlich Ministries, Small Groups. Wie sah es da aus in Amerika, in diesen Kirchen, wo du warst? Was ich auch faszinierend finde, ist in diesen großen Kirchen, dass jeder Einzelne diesen Traum mitträgt. Dass jeder Einzelne sagt, mein Part, mein Puzzleteil nehme ich ein, dass Menschen sich hier wohlfühlen, dass sie Gott kennenlernen können, eine Beziehung mit Gott kommen können. Egal, ob man auf dem Parkplatz fährt, bei wirklich sehr heißen Temperaturen in L.A., man freundlich begrüßt wird, oder egal, ob man Leute trifft oder Informationen möchte, jeder einzelne Kirche sagt, ich bin die Kirche, ich bin die, in unserem Fall wäre es, ich bin das ICF. Es ist eine Organisation zu den Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Und das finde ich faszinierend, wenn das in Kirchen mit 25.000 Leuten, dass jeder Einzelne macht. Wow, ja, krass. Wir haben ja auch vor, zu wachsen, riesig zu werden. Wir haben hier die Agenda 2020, wo wir in verschiedenen Landkreisen von München ICFs starten wollen, Locations. Und die neuen Medien werden auch da eine riesen Rolle spielen. Was hast du denn da von den Amis gelernt? Auch da kann man viel lernen. Zum Beispiel waren wir in Las Vegas. Neben dem Glücksspiel kann man dann auch die Central Christian Church kennenlernen. Und die haben den Bereich Internetkirche enorm ausgebaut. Faszinierend fand ich dort zu sehen, wie Facebook, Live-Übertragung von Gottesdiensten, Live-Gebet im Internet zusammenkommen und wie dadurch hunderttausende Leute die Chance haben, sich für Gott zu entscheiden, diese Beziehung mit Gott zu starten. Und sie haben genau davon erzählt, dass es absolut wichtig ist, als Kirche im Bereich Internetkirche voranzugehen, weil es viele, viele Menschen gibt, die dadurch einen Zugang bekommen. Mhm. Weil sie von zu Hause den Gottesdienst anschauen können, weil sie von zu Hause wie im Anonymen schon Kontakt aufnehmen können und beten können, aber im positiven Sinne anonym sind, weil man sieht sich ja nicht gegenseitig. Mhm. Und dadurch bin ich an einem Punkt, wo ich ehrlich werde, wo ich transparent werde und mich öffne für Gott. Und da jede Woche für Woche entscheiden sich viele Leute für Gott. Und das ist unser Traum, dass auch hier Internetkirche enorm nach vorne geht. Was die Amis natürlich einfach drauf haben, ist dieser Dienstleistungsgedanke. Das merkt man in all deinen Antworten. Sie haben es verstanden, vom Kunden her zu denken. Und was mich natürlich, apropos Dienstleistung dienen, noch interessieren würde als Leiter von Social Acts, was machen denn da die amerikanischen Kirchen im sozialen Bereich? Ist natürlich sehr unterschiedlich, aber die Kirche, die mich da am meisten begeistert hat, ist Dream Center in L.A. Sie sind in einem Brennpunkt in L.A. und sie gehen den Ansatz, dass sie die Spannung halten, dass sie sagen, die gehen auf Events, die sehr hochqualitativ sind, super Worship, super Programming, geniale Gottesdienste, und zum anderen sagen, trotzdem der soziale Ansatz ist enorm wichtig. Und das ist die einzige Kirche, in der ich bis jetzt war, wo wirklich alle Schichten sind, alle Kulturen, vom Penner bis zum Millionär, wirklich alle in einem Gottesdienst sitzen. Und die Menschen dieser Kirche lieben Jesus und lieben Menschen, ganz egal, ob du ein Penner bist oder ob du viel Geld hast, jeder Mensch wird gleich behandelt. Und diese Liebe für Menschen
hat mich fasziniert und dass es eine Kirche gibt, die diese Spannung hält, dass sie nicht sagt, nur noch sozial oder nur noch das Event, sondern dass sie beides machen. Das hat mich enorm begeistert, weil das ist unser Traum. Genial. Vielen Dank, Tobias, für diesen inspirierenden Bericht. Und wie immer bei allem gilt ja, ICF, wir sind eine Copy-Paste-Kirche, deswegen wir können das alles mit rübernehmen, was wir dort gelernt haben und uns natürlich angewandt auf Europa noch besser umsetzen. Das ist so.